Salvete spectatores oder besser guten Morgen, guten Mittag, gute Nacht, je nachdem, wann Sie hier zugeschaltet haben. Ich begrüße Sie ganz herzlich in der Serie C, Quellenkunde, hier im neunten Video, griechische Numismatik. Ich bin die Stimme aus dem Off, Hendrik Wagner, und werde Sie hier sprachlich durchgeleiten. Was nehmen wir uns hier vor? Wir werden uns zum einen mit der Quellengattung der griechischen Numismatik auseinandersetzen und zum zweiten Teil werde ich Ihnen die wichtigsten Recherchemöglichkeiten in diesem Bereich nahelegen. Auch in diesem Fall halten wir uns nach wie vor bei den nichtliterarischen Quellen auf, also bei jenen Quellen, die keinen literarischen Anspruch haben, wie wir das eben bei Droysen kennengelernt haben. Darüber hinaus auch hier festgehalten, was eigentlich Numismatik heißt. Das leitet sich auch in diesem Fall aus dem Griechischen ab, zum einen aus Numisma oder von Numisma, beziehungsweise aus dem Lateinischen Numus, was so viel heißt wie das Gesetzmäßige, das Gültige oder eben auch die Münzen. Und wir haben eine Verbindung, nämlich von Numisma und Mathesis, Mathesis, nämlich das Lernen, der Unterricht, also quasi die Lehre, das Lernen von den Münzen. Das Erste, was wir nun klären müssen, ist erst einmal, wann denn im griechischen Kulturraum die Münzprägung einsetzt. Und hier fängt man generell im 7. Jahrhundert vor Christus an, allerdings nicht im griechischen Mutterland, sondern im Reich der Lyder. Kroisos ist Ihnen vielleicht ein Begriff. Dort werden zum ersten Mal Münzen ausgeprägt in einer Elektron-Legierung, einer Gold-Silber-Legierung, dies eben im 7. Jahrhundert vor Christus. Wir sehen hier die ersten und frühesten Exemplare dieser Elektron-Münzprägungen. Sie zeigen auf der Vorderseite einen Löwenkopf in diesem Fall und auf der Rückseite das sogenannte Quadratum Incusum, eine quadratische Vertiefung, die quasi ein Symbol repräsentiert. So viel zum Beginn der Münzprägung. Und seit Start der Münzprägung im 7. Jahrhundert vor Christus hat sich auch im Wesentlichen die Herstellungsmethode von Münzen wenig verändert. Selbst bis heute wird das eigentlich im Grunde beibehalten. Wie werden Münzen produziert und hergestellt? Wir haben im Grunde einen Unterlegblock, in welchen ein Schrötling, also das Rohmaterial, eingelegt wird, oft eben eine Edelmetall-Schrötling, der hier verwendet wird. Die Vorderstempelseite wird eingelegt in den Block, darauf wird ein Rückseitenstempel aufgeschlagen per Hammerschlag und so haben wir diese typische Vorder- und Rückseite einer Münze geprägt. Zugleich entsteht dabei eine leichte Wölbung, nämlich der Rückseite, die sich eben am Rand nach innen wölbt, eben durch den Rückseitenstempel ist das verursacht. So können wir auch gleich, wenn wir so eine Münze in der Hand halten, etwa in der numismatischen Sammlung, erkennen schon allein an der Form, was Vorder- und Rückseite ist, was eben durch diesen Münzprägevorgang bedingt ist. Auch wenn die Münzprägung einen durchschlagenden Erfolg hatte für die Fiskalwirtschaft, laufen auch in der Antike noch andere Geldmodelle parallel dazu. So haben wir beispielsweise in mykenischer Zeit, noch vor dem Aufkommen von Münzprägungen, im 14. Jahrhundert vor Christus große Kupferbarren und andere Edelmetalle, die in großen Barren in Umlauf gebracht werden und hier als Zahlungsmittel fungierten. Das System bleibt auch nach der Etablierung der Münze erhalten, so zum Beispiel in Form von Hacksilber, in dem eben Schmuck oder auch Münzen zerkleinert werden und hier der Edelmetallwert abgewogen und als Zahlungseinheit verwendet wird. Auch das läuft noch lange Zeit trotz Etablierung der Münze weiter als Zahlungsmethode. So zum Beispiel im Perserreich, hier aus dem Bereich der Levante. Im 5. Jahrhundert finden wir da Hacksilber aus verschiedenen attischen Drachmen beispielsweise und anderen Münzen der griechischen Welt.
Wir wollen aber nun jetzt mit griechischen Münzen arbeiten, nicht mit Hacksilber oder anderen Barren, sondern mit Münzen. Hier mal eine athenische Drachme und an der wollen wir mal klären, was eigentlich hier notwendig ist, was wir berücksichtigen müssen, wenn wir eben mit so einer Münze arbeiten wollen. Wie ist erstmal so eine Münze grundsätzlich aufgebaut? Das ähnlich wie auch heute. Klar, wir haben eine Vorderseite und wir haben eine Rückseite der Münze. Wir hatten ja schon gehört, dass das auch von der Prägetechnik her erkennbar ist, aber auch von der Ikonografie, wie wir jetzt gleich feststellen werden. In der Fachsprache im Übrigen sagt man zur Vorderseite Avers und zur Rückseite Revers. Und auf Vorder- und Rückseite haben wir noch zwei Arten von Kommunikationselementen. Nämlich einmal haben wir das Bild, was auf solchen Münzen geprägt ist. Die Büste beispielsweise einer Gottheit, hier in diesem Fall die Göttin Athene, für Athen, für die athenische Drachme. Des Weiteren können wir auch Legenden haben. Wir sprechen hier nicht von Inschriften, sondern von Legenden, also der Beschriftung der Münze, wie hier in diesem Fall Athe für die athenische Bevölkerung, die hier der Souverän der Münzprägung ist. Darüber hinaus gibt es noch einige Details, die man beachten kann. Zum Beispiel haben wir auf dem Revers, also auf der Rückseite, eine Eule dargestellt mit Lorbeeren, die über ihr platziert sind, einen kleinen Mond als Astragalzeichen und worauf wir hier bei solcher Darstellung achten, es gibt auch eine Standlinie, eben einer gedachten Linie, auf der diese Eule dann entsprechend steht. Also, so viel zum Aufbau unserer antiken griechischen Münzen. Nun gibt es aber noch mehr als nur diesen standardisierten Aufbau, sondern wir sollten mal überlegen, welche Untersuchungskriterien zum Beispiel an so eine Münze herangetragen werden. Und da gibt es in der Regel vier Stück. Wir haben zum einen zu betrachten die Physis der Münze. Also die äußeren Merkmale, auch Schäden und Unstimmigkeiten in der Prägung werden unter der Physis festgehalten. Dann müssen wir uns natürlich mit der Typologie auseinandersetzen, was in der Regel das Nominal meint, also den Münzwert. Darunter fällt sowohl das Gewicht als auch das Edelmetall und natürlich auch der Münzwert selbst. In diesem Fall wäre es eine Tetradrachme, die hier dargestellt ist. Und dann, vor allem für uns interessant, auch in der historischen Deutung, die Ikonografie. Was ist eigentlich auf solch einer Münze abgebildet? Und da kommen so ganz viele Dinge, gerade ab dem Hellenismus, in Frage, die auch zum einen politische Programme festhalten können. Und als letztes, nicht zuletzt, vierter Punkt, wir sollten uns natürlich auch um die oder Beischrift, also die Legende bemühen, diese aufzulösen, in diesem Fall nicht besonders komplex. Hier wird der Name der athenischen Bevölkerung, des Demos, erwähnt als Münzherr, aber in vielen anderen Bereichen, gerade auch dann im Römischen, werden die Legenden durchaus komplexer und beinhalten politische oder historische Botschaften, die es ebenfalls zu lösen gilt. So viel dazu. Dazu kommen noch einige Punkte, worauf man dabei achten sollte, wenn man so eine Münze jetzt vor sich hat. Und sobald man das auch klären kann, sollte man ermitteln, in welcher Münzstätte zum Beispiel so eine Münze geprägt ist. Zum Beispiel im Römischen eine Heeresmünzstätte oder ist es etwa Rom oder ist es irgendwo in der Provinz. Das kann durchaus einen Unterschied darstellen. Auch das Nominal ist mit zu berücksichtigen, denn davon ist auch abhängig, wer letzten Endes solch eine Münze in der Hand gehalten hat. Nämlich, Sie können sich vorstellen, Goldmünzen haben in der Regel nur die Eliten, Bronzemünzen auch sozial niedrigere Schichten. Dann auch relevant ist die Emission, soweit das erfasst ist, also die Ausgabezahl, wenn das denn ermittelbar ist. Und ebenfalls interessant, gerade für die Wirtschaftsgeschichte, der Feingehalt, also wie viel Edelmetall ist denn auch tatsächlich in dieser Münze drinne? Laut Angabe, laut Nominal, ist das stimmig oder haben wir hier zum Beispiel einen Abfall, eine Verschlechterung des Edelmetallgehaltes, was eben für eine wirtschaftliche Krise sprechen kann. Und mit diesen Informationen können wir uns dann interpretatorisch auf zwei verschiedenen Ebenen bewegen. Dazu kommt zum einen die inhaltliche Deutung der Münze, im Besonderen des Bilds und der Legende, die hier dargestellt sind. Da können zum Beispiel Herrschertitel eine Rolle spielen, Götter und Herrscherbilder spielen da eine Rolle, politische Programme hatte ich schon gesagt, und auch Identifikationsbilder,
Für Athen sind Identifikationsbilder, zum Beispiel die Göttin Athene als Schutzgöttin der Stadt und eben ihr Schutztier selbst, die Eule, die hier dargestellt sind und sozusagen das Logo auch Athens darstellen. Dann haben wir die Möglichkeit, auch eine funktionale Deutung einer solchen Münze anzustrengen, indem wir zum Beispiel durch solche Münzfunde dann Herrschaftsbereiche abmessen können und bestimmen können. Also wie verbreiten sich zum Beispiel die athenischen Münzen? Ist das dann der politische Einflussbereich Athens oder in der römischen Kaiserzeit? Wie weit reicht denn die römische Geldwirtschaft? Ist das deckungsgleich mit dem römischen Herrschaftsgebiet? Dann Informationen über das Finanzwirtschaft. Gerade abhängig auch vom Feingehalt, also im Edelmetallanteil einer Münze, ob es da eben zu Deflation, Inflation oder anderen Krisenphänomenen der Fiskalwirtschaft und Ökonomie kommt. Das lässt sich sehr gut an Münzen ablesen. Auch Handelswege lassen sich hier erfassen, zum Beispiel wenn Münzen aus Athen in Unteritalien auftauchen, dann können wir damit in der Regel ganz gut Handelsbeziehungen und Handelsströme ermessen und festlegen. Auch Anlass und Zweck von Münzen kann relevant sein, wenn sich das zum Beispiel auf einen Sieg oder auf ein historisches Ereignis bezieht. Hat eine Münze vielleicht eine direkte Funktion in Kommemoration eines großen historischen Ereignisses beispielsweise? Und auch Krisen lassen sich natürlich an Münzfunden ausmachen, im Besonderen an Hortfunden. Nämlich wenn eben solche Krisen, vor allem militärische Krisen, anstehen, dann neigt die Bevölkerung oftmals dazu, ihre Wertgegenstände, insbesondere das Gold, Silber und ihre Edelmetallmünzen zu vergraben. Und sie kommen meistens oder in vielen Fällen nicht dazu, diese wieder zu bergen, weil sie eben in dieser Krisenzeit versterben. Und dann kommen dann auf uns heute solche Münzhorte, große Ansammlungen von Geldern, die entsprechend in solchen Krisenzeiten hinterlegt worden sind. Und das wiederum ist ein wichtiges Indiz auch für politische und militärische Krisenzeiten. So viel zum Informationsgehalt von Münzen. Nun war das eine ganze Menge, was wir gerade gehört haben. Zur Auflockerung wollen wir jetzt mal ein paar Eulen nach Athen tragen. Insgesamt habe ich Ihnen hier mal 3 Tetradrachmen aus Athen mitgebracht, also in Athen geprägt. Und wir werden jetzt mal versuchen, eine Datierung vorzunehmen. Und da gibt es eine Methode, um sowas anzustellen, indem man eben auf die Physis und eben auch auf die Ikonografie achtet. Und da geht es erstmal grundsätzlich nur darum, dass Sie mal feststellen, hier sich einsehen und ermitteln, was hier wohl die älteren Drachmenprägungen sind und was die jüngeren, also und damit eine relative Chronologie für diese 3 Münzen erstellen. Dazu können Sie die Präsentation ruhig mal stoppen, sich hier intensiv mal einsehen in die Veränderungsprozesse dieser Münzprägungen und vielleicht auch gleich mal überlegen, was hier die ältesten sind und was die jüngsten Prägungen. Wenn Sie das getan haben, dann können Sie hier die Auflösung sehen. Unten links haben wir die älteste aus archaischer Zeit, eine Prägung, die noch sehr von archaischen Stilelementen wie dem mandelförmigen Augen geprägt ist, Ohrringen, die hier Athene trägt und unsere Eule ist auch etwas verunglückt an der Stelle. Darüber hinaus sehen Sie ja auch, dass die Münzprägungen in ihren Anfängen noch relativ grob, schlechtig, um es grob zu sagen, ausfällt. Die Münze entwickelt sich dann anschließend weiter. Sie wird immer detaillierter, immer feiner ausgearbeitet. So sehen Sie mit der Nummer 2 oben rechts eine Münze der klassisch-athenischen Zeit. Auch das Motiv bleibt zwar noch erhalten, aber Sie sehen, wie viel feiner dies ausgearbeitet ist, bis wir dann links oben die Nummer 3 haben aus hellenistischer Zeit. Gerade auf dem Revers, auf der Rückseite, wird der Informationsgehalt nochmal deutlich erhöht. Es wird viel kleinteiliger aufgedröselt, die Darstellung, also die Eule sehr viel feiner ausgearbeitet mit einer vergrößerten Inschrift. Und auch der Helm unserer Athene wird hier nochmal deutlich prunkvoller ausgestaltet. Also das ist dann das jüngste Exemplar links oben. Eine weitere Möglichkeit, Münzen zu datieren, vielleicht noch wesentlich interessanter für uns, ist die Möglichkeit in Kombination mit historischen Ereignissen. So kann es hier zu Doppelungen kommen von Münzprägungen, die eben in Abhängigkeit von historischen Geschehen sich verändern. Und ein Beispiel habe ich Ihnen hier aus Ägina mitgebracht.
Um Ihnen das noch etwas verständlicher zu machen, haben Sie hier zwei verschiedene Schildkröten abgebildet, nämlich einmal eine Wasserschildkröte oben und hier unten eine Landschildkröte. Und da müssen wir uns natürlich an dieser Stelle fragen, wieso wechselt plötzlich Aegina oder Aegina sein Wappentier dermaßen? Und das hängt mit einem politischen Ereignis, einem militärischen Ereignis zusammen, welches sich beispielsweise bei Thukydides festgehalten findet. So können wir bei Thukydides erfahren, dass eben die Athener Krieg gegen Aegina geführt haben und dort als Sieger dann Aegina der Insel auferlegt haben, alle Kriegsschiffe, die sie besessen hat, zu vernichten. Somit ist dann diese Inselnation, dieser Inselstaat, diese Polis verpflichtet gewesen, quasi nur noch eine Landmacht zu sein auf ihrer eigenen Insel ohne größere Flotte. Und das spiegelt sich eben hier in dieser Münzprägung sehr gut wider, indem eben von der Seeschildkröte zur Landschildkröte gewechselt wurde. Nun fragen Sie sich vielleicht, ob sich die griechische Münzprägung schon mit Eulen und Schildkröten und vielleicht auch ein paar Athene-Büsten erschöpft hat. Da kann ich Ihnen sagen, nein, das hat sie nicht. Gerade ab dem Hellenismus werden die Münzen durchaus vielschichtiger, auch die Münzprogramme sehr viel ausgefeilter. Und das hängt vor allem damit zusammen, dass wir ab Alexander den Großen, um genau zu sein, ab dem Jahre 325 vor Christus, nun auch die hellenistischen Herrscher und zum ersten Mal überhaupt lebende Persönlichkeiten auf Münzbilder abgeprägt haben oder aufgeprägt haben. Bis dato wurden im Grunde nur Götter dargestellt und das ändert sich mit Alexander den Großen und dann vor allem auch mit seinen Nachfolgern, den Diadochen und den hellenistischen Königen, so dass eben die Münzprägung zu einem wichtigen politischen Instrument wird für die Massenkommunikation der Herrscher zu den Beherrschten und damit eben auch für uns eine relevante Quelle, vor allem ab dem Hellenismus. Und so erhöht sich eben auch der Quellenwert der entsprechenden Münzen, die von solchen Herrschern herausgegeben werden. Hier habe ich Ihnen mal das Beispiel des Agathokles von Syrakus mitgebracht, der hier eine erstaunliche Karriere hinlegt auf seiner Insel Sizilien. Ursprünglich aus relativ bescheidenen Verhältnissen kommend, schafft er es bis zum König über ganz Sizilien aufzusteigen. Und das können wir beispielsweise in der Münzprägung sehr gut nachvollziehen. So haben wir zunächst Münzen, die unter dem Leitspruch der Syrakuser geprägt werden, also wo eben der Demos, also das Volk von Syrakus, Münzherr ist. Das wandelt sich dann. Wir haben dann auch Münzen, die den Namen des Agathokles tragen und auch sein Porträt prägen. Und am Ende dann auch Münzen, die ihn als Basileios ausweisen, also direkt auch seinen Königstitel von 305 vor Christus hier dokumentieren. Also wichtige Quellen auch für die politischen Prozesse in den verschiedenen Polis und auch ganz konkret bezogen auf einzelne historische Persönlichkeiten. Dabei kommt es auch hin und wieder vor, dass Münzen selbst zum großen Politikum werden können, wie zum Beispiel 34 vor Christus, als Mark Anton und Kleopatra sich zusammen auf Münzen abbilden lassen, sowohl lateinische, römische Prägungen als auch auf griechischen Prägungen und das außerdem noch mit ganz programmatischer Aufschrift, nämlich hier lässt sich Kleopatra als Königin der Könige und der Söhne von Königen titulieren, was natürlich zu einem Eklat dann auch in Rom geführt hat und mitunter auch zu dem Krieg geführt hat, den dann später Octavian, der spätere Augustus, gegen Kleopatra und Ägypten und mit ihr gegen Mark Anton geführt hat. Also auch hier propagandistische Aussagen mit hoher politischer Sprengkraft und das im Besonderen in Rom im Jahre 34 vor Christus, die Münzprägung Mark Antons und Kleopatras. Der Quellenwert der griechischen Münzen sollte uns damit also nun bewusst geworden sein. Und bevor wir uns nun verabschieden damit, wollen wir nochmal den Blick darauf werfen, mit welchen Arten von Münzen, im Besonderen welchen Nominalen, wir hier es zu tun haben können. Zunächst nochmal zur Terminologie. Nominal bezeichnet hierbei die Münzeinheit abhängig von Gewicht, Durchmesser einer Münze und Material. Das ist dann auch der Ist-Zustand der Münze, also so wie sie auch tatsächlich ausgeprägt wird. Das ist zu unterscheiden vom sogenannten Münzfuß. Das legt quasi den Standard fest, also das Standardgewicht
und den Edelmetallanteil, der durch die staatliche Münzstätte, durch den Staat selbst garantiert wird mit seiner Prägung. Das kann durchaus abweichen, vor allem in Krisensituationen wird das Gewicht und auch der Edelmetallanteil sehr gerne reduziert. So viel nochmal zur Information. Und Feingehalt bezeichnet hier den tatsächlichen Edelmetallanteil. So viel zur Terminologie. Jetzt zu unseren Münzen. Wir fangen einmal mit den Silbermünzen an, weil die am häufigsten gebraucht werden und am häufigsten im Umlauf sind. Da haben wir im Grunde drei Typen, die sehr populär waren und sich sehr stark durchgesetzt haben. Zum einen das niedrigste Nominal, der Obolos, ist eine Sechstel Drachme. Drachme ist das Grundnominal, wovon quasi gerechnet wird. Die Drachme 4,3 Gramm in Athen, Standardgewicht, und das hat sich von Athen auch zum Großteil in der gesamten griechischen Welt als auch dann in Italien, vor allem auch in Rom, durchgesetzt. Mehr gebräuchlich als die Drachme ist allerdings die Tetradrachme, die war wesentlich stärker im Umlauf. Hierbei handelt es sich um ein 4-Drachmen-Stück. Das alles sind jetzt Nominale in Silber gewesen. Die können auch nochmal erhöht werden. Es gibt auch eine Dekadrachme, also ein 10-Drachmen-Stück. Und es gibt auch noch, dann gerade auch im späten Hellenismus, die sogenannten Kistophoren, die den Namen tragen aufgrund der Kisten, die dort abgebildet sind, die Kista Mystica, also eine kultische Kiste, wie Sie das hier sehen können. Es handelt sich hierbei allerdings insgesamt um ein 3-Drachmen-Stück. So, das wären jetzt die Silbernominale. Schauen wir mal, was wir noch des Weiteren haben. Wir haben außerdem noch natürlich Bronzenominale, Großbronzen, die geprägt worden sind, im Besonderen in Ägypten. Unter den Ptolemäern kam dies stark auf. Und wir haben auch noch ein niedrigeres Nominal, nämlich Kupferprägungen, wie zum Beispiel in Chalkos, den es auch gibt, der vor allem in den niedrigeren Bevölkerungsschichten in Umlauf war. Was sind dann die höheren Nominale? Hier ist zu erwähnen vor allem der Stater, der ursprünglich in klassischer Zeit und bis zum Anfang des Hellenismus noch in Silber ausgeprägt worden ist und 2 Drachmenstücke wert war. Allerdings, ab dem Hellenismus, im Besonderen im Zusammenhang mit den Goldminen in Makedonien, wird der Stater hauptsächlich dann in Gold ausgeprägt und das bleibt dann auch so den gesamten Hellenismus hindurch. Und damit wird das dann eben das Goldnominal und die höchste Währungseinheit. So, das wären so die Standardnominale, die am häufigsten vorkommen für Ihren Überblick, für unseren Überblick. Bleibt abschließend noch zu klären, wo wir jetzt nun an unsere Münzen herankommen. Hier zunächst erstmal die Editionswerke, die in Printversionen vorliegen. Da ist als Standardwerk etabliert zum Beispiel der Katalog des Britischen Museums, in dem die entsprechenden Münzen des Britischen Museums erfasst sind. Und da gibt es eine Unterrubrik Greek Coins and the British Museum. Und dort findet man dann eben entsprechend die griechischen Münzen. Das Ganze wird abgekürzt mit BMC und erhält dann aus diesem Katalog heraus die entsprechende Münznummer, die dann anzugeben wäre in unseren Fußnoten, wenn wir eine solche Münze besprechen. Es gibt auch noch weitere Werke, die immer wieder auftauchen als Referenzwerke für Münzen, so zum Beispiel Hoover, der das Handbuch of Greek Coinage rausgebracht hat. Auch das ist sehr gut verwendbar. Da gibt es 2 verschiedene Abkürzungsmodi. Zum einen gibt es HGC als Abkürzung für den Titel oder aber Sie schreiben Hoover hin und die entsprechende Nummer aus seinem Band, aus seinem Buch. Also damit könnten Sie ebenfalls Münzen angeben. Und dann haben wir noch ein lateinisches Werk, was etwas älter ist, aber ebenso häufig verwendet wird, nämlich Syloge Numorum Graecorum, wo wir dann ebenfalls SNG, Kopenhagen zum Beispiel geben. Also das heißt eine Münze, die in Kopenhagen im Museum aufbewahrt wird. Und da haben wir dann entsprechend auch die Nummer aus diesen SNG mit anzugeben. So viel zu den Standardeditionswerken. Dann gibt es eben entsprechend auch Handwerke, die auf einzelne Regionen sich fokussieren, wie hier zum Beispiel auf Syrien oder auch andere Regionen der griechischen Welt. Also das kann man dann heranziehen und braucht es vor allem eben, um es als Referenz für die Fußnoten zur Bestimmung einer Münze anzugeben.
Daneben gibt es natürlich auch vielfältige Online-Möglichkeiten, die wir nutzen können, so zum Beispiel NUMIT, eine Verbunddatenbank der verschiedenen akademischen Münzsammlungen von Österreich, Schweiz und Deutschland. Und hier, sehr vorteilhaft, können wir über eine Suchmaschine arbeiten, sowohl mit der Schnellsuche als auch mit einer erweiterten Suche vorgehen. Bei der erweiterten Suche kann man dann Zeiträume eingeben, man kann Herrscher eingeben, nominale und auch Inhalte der Münzen gezielt suchen, also relativ komfortabel. Einen kleinen Nachteil gibt es allerdings hier. Hier sind tatsächlich nur die Münzen erfasst, die auch in den entsprechenden akademischen Münzsammlungen vorhanden sind. Das heißt, bei weitem nicht alle auch tatsächlich existenten Münztypen sind hier ediert. Aber für den ersten Überblick und eine schnelle Recherche ist das hier sehr, sehr nützlich. Schauen wir mal rein an der Stelle, wie sich das gestaltet. Geben wir mal davon aus, dass wir hier Mark Anton und Kleopatra die entsprechende Münze gesucht haben über die Suchfunktion, und hier kommen wir dann auch entsprechend auf das Exemplar. Dabei wird uns angegeben, was abgebildet ist, welche Legende hier zu lesen ist, das alles auch in Deutsch, was sehr angenehm ist. Auch Datierung und alles andere wichtige Informationen werden uns hier quasi zur Hand gegeben, frei Haus geliefert. Und darüber hinaus, ganz interessant und wichtig für uns, werden uns hier auch die einschlägigen Literatur- und Referenzwerke mit angegeben. In dem Fall kein griechisches Referenzwerk, also für die griechische Numismatik, sondern für die lateinische, römische Numismatik. Hier hätten wir RRC, Roman Republic Coinage, das ein Nachschlagewerk, was wir noch im nächsten Video kennenlernen werden, wenn wir uns dann mit der römischen Numismatik auseinandersetzen. Roman Republic Coinage wird hier angegeben, und da könnten Sie im Grunde die Nummer auch mit übernehmen. Da es natürlich auch einen ausgiebigen und umfangreichen Handelsmarkt gibt für solche Münzen, haben wir auch immer gute Chancen, wenn wir da auf den entsprechenden Auktionsseiten schauen oder Liebhaberseiten, die meistens sehr, sehr gut bestückt sind. Vielleicht nicht gerade was das Bildmaterial angeht, aber zumindest von dem Informationsgehalt meistens sehr vollständige Datenbanken haben. Und hier möchte ich Ihnen eine vorstellen, Whitewinds, wo man ebenfalls sehr gut, komfortabel suchen kann. Und hier sehen Sie zum Beispiel gleich linker Hand, um was für ein Nominal es sich handelt, vor allem auch um welchen Edelmetall, ob es eben Kupfer, Bronze, Silber ist. Das wird Ihnen hier farblich markiert, und Sie erhalten auch, wenn auch in Englisch, hier die wichtigsten Informationen über die Legende, über das abgebildete Bild, und auch die einschlägige Literatur wird Ihnen hier angegeben. In dem Fall wäre es auch wieder Roman Republic Coinage für die entsprechende Münze. In dem Fall steht hier aber nicht RRC, sondern da steht dann Crawford. Das ist die zweite Variante, wie man das angeben kann. Crawford, der Herausgeber dieses Roman Republic Coinage. Also auch da könnte man quasi die Literaturangaben mit übernehmen und im Optimalfall dann auch nochmal im RRC, Roman Republic Coinage, nachschauen. Damit haben wir es dann auch, und wenn Sie sich hier über die griechische Numismatik noch weiter informieren wollen, dann haben Sie die Möglichkeit, auch nochmal im Blumen-Wolters hineinzuschauen. Alte Geschichte studieren, dritte Auflage, verfügbar über VPN-Verbindung der Universität, können wir uns runterladen und hier auf den Seiten 102 bis 117 die entsprechenden Einträge zur Numismatik nochmal nachvollziehen. Dann bleibt noch das Schlusswort, und hier drei zentrale Punkte, die wir hier festhalten können. Zum einen haben wir feststellen können, dass die numismatischen Zeugnisse auf jeden Fall wichtige Informationsträger für die politischen Ereignisse und Veränderungen darstellen, sowie auch für das antike Wirtschaftsleben und ökonomische Veränderungen. Ferner können wir erfassen, dass unsere Münzen Massenkommunikationsmedien sind, natürlich auch abhängig vom Nominal. Da gibt es Unterschiede zwischen Gold, Silber und Bronze, wer das nun letztlich in den Händen hat. Aber als Massenkommunikationsmedium dann eben staatliche Identitätsbilder prägen und auch die Herrscherkommunikation kommemorieren, also festhalten. Und als letztes und drittes noch festzuhalten ist, dass unsere numismatischen Zeugnisse hervorragende ergänzende Quellen sind und Vergleichsquellen, gerade auch zu den literarischen Zeugnissen, wie wir das eben an unserer Schildkröten oder unseren Schildkröten von Ägina gesehen haben, dass wir das doch sehr gut auch mit Thukydides abgleichen können.
So viel dazu. Rechter Hand haben Sie nochmal einen QR-Code, der Sie auf Numit direkt weiterleitet. Vielleicht nutzen Sie gleich mal die Chance und suchen unseren Marc Anton und unsere Cleopatra auf Numit und informieren sich mal über diese Prägung, die ich uns heute vorgestellt habe. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn Sie dann wieder zuschalten. Im nächsten Video wird es dann um die römische Numismatik gehen.